Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind jetzt im zweiten Matchup des Finales im dritten Community Battle von meiner einer. Und zwar haben wir gesehen, dass auf der Karte Kudas Ravine der Proxy Gateway Push von Vyra super hart gefailt hat. Und gerade jetzt sieht man auch hier, dass sie als Losers Choice Map sich Zenara Cavals ausgesucht hat. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt hier passieren wird. Also wie gesagt, Bink dabei, 1-0 Führung. Ihm fehlt nur noch ein einziger Sieg, um hier auch das komplette Matchup zu gewinnen. Der schickt jetzt hier die Prop schon mal los und gerade auch jetzt hier. Und scheinbar hat gerade Vyra Pizza im Ofen und ich glaube, ich kann mich erinnern, das waren glaube ich Mini-Pizzen und alle, die in der Konfi waren, beziehungsweise alle, die dabei waren, haben auf jeden Fall geschrieben, lecker Mini-Pizzen. Gerade jetzt hier erste Pylon hier für sie am Start, bisher kein Pylon hier für Bink. Und er baut jetzt hier ein Pylon relativ weit abseits. Also für ein Proxy Gateway wäre das wirklich weit weg, das hätte es auch hier oben machen können. Wäre auf jeden Fall kein Ding gewesen. Oder auch manchmal gerne hier unten gesetzt. Oder einfach hier. Wie gesagt, auf jeden Fall da, auf jeden Fall nicht. Was baut er? Er hat. Okay, und er setzt die Probe. Und er macht einen Cannon Rush. Es könnte ehrlich ein Cannon Rush werden. Gateway gerade jetzt hier für Viral Auftakt. Und sie sieht, dass hier nichts ist in der Mainbase. Sie muss den Cheese vermuten. Sie muss vermuten, was denn gerade hier ist am Start. Und setzt aber trotzdem das Gateway. Also wenn sie Cheese vermutet, dann sollte sie auf jeden Fall versuchen, irgendwie dem entgegenzukommen und versuchen auch den, wie gesagt, hätte man davor setzen müssen oder können. Und da kommt jetzt hier auf Lowground der Pylon, genau. Damit macht er da unten ein bisschen Druck. Jetzt kommt die Probe an von Vyra, wird gleich hier den, da sieht sie den Pylon. Und da wird sie gar nicht glücklich sein. Das Gateway bei 2/3 gerade jetzt, also noch grob viel Zeit davon entfernt. Der Pylon ist ready, der kommt sofort die erste Cannon, ganz hinten gesetzt, ganz schwer ranzukommen. Zweite Cannon kommt hier, nochmal ein Pylon, um den Warlock perfekt zu machen. Sehr, sehr interessant jetzt hier. Dieser Pylon hier hat auf jeden Fall noch genug Schild und die Cannons laufen hoch. Ich mache mal hier ein, da sehen wir mal, wie weit sie kommen. Da sind wie gesagt viele, viele Cannons dabei. Die einzelne Probe von Bing kommt durch und Vyra hat komplett aufgehört mit Mining. Und das ist auf jeden Fall ein grober Fehler, dass wir weiter minen müssen. Und vor allem hätte sie auch mehr sich auf die Probe konzentrieren müssen. Die Probe ist das A und O in diesem Spiel. Und da kommen die Cannons an und machen jetzt hier alles kaputt. Und da schreibt die GG und ist damit auch raus in diesem Spiel. Und Bing schreibt noch sorry, weil er genau weiß, wie es ist und hat sozusagen es gegengeschießt. Das heißt, damit gewinnt Bing das Spiel in diesem Verlauf. Ich werde auch mal hier ein bisschen jetzt hier erhöhen, die Geschwindigkeit. Ich weiß ja, was kommt. Und da baut jetzt hier sowas hier und fängt an, den letzten Celestine kaputt zu machen. Vyra hat noch ein paar Mineralien, aber es wird der Pylon hier rausgezogen von der Choke. Den ich kenne, haut hier vorne drauf. Bing baut hier vorne noch was. Die einzelne Probe versucht sich nochmal zu retten. Guck nochmal, wo sie sich jetzt hinbegibt. Hier unten läuft sie jetzt quer in die Karte. Die hat noch ein von 10 Supply. Die Sache, ich mache mich ganz kaputt. Und deswegen, das würde auch machen gerade jetzt. Und da kommt die an die Mainbase hier von Bing. Und da kriegt sie ihn Surround. Kriegt ihn Surround. Da kriegt sie ihn Surround. Und ist sofort instant down. Gegenangriff fail, würde ich sagen. Der Nexus kein Schild mehr. Das einzelne Gateway ist auch tot. Und damit ist es das letzte Gebäude, was fallen muss. Damit ist es dann GG. Und ich beglückwünsche Bing zum Sieg des dritten Community Battles. Und ja, wir sehen uns dann Mitte Juni wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.